Das Thema, was mir gegeben worden ist, lautet Israel und der Nahe Osten. Israel und der Nahe Osten. Und wer jetzt denkt, in diesen Corona-Zeiten mit allen Restriktionen und Einschränkungen, da machen wir so eine kleine Reise da und dann haben wir so virtuell ein bisschen auch nochmal eine andere Welt vor uns, dem kann ich sagen, das ist vielleicht Teil dieser zwei Abende, die wir miteinander tun. Aber wir wollen das Ganze natürlich auch unter anderen Gesichtspunkten betrachten. Und wir wollen das Ganze auch unter Gesichtspunkten betrachten, die man bei vielen Seminaren zu diesem Thema im säkularen Bereich eben gar nicht so anschaut. Denn es wird ja nicht wenig über Israel und den Nahen Osten auch in unserem Land geredet und analysiert und ausgewertet von allen möglichen Gesellschaft- und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Aber was den meisten eben fehlt, ist der Bezug zu einer Sache, die für die meisten Menschen in Israel und im Nahen Osten sehr wichtig ist, nämlich ihre Religion, ihre Spiritualität und ihre Bindung auch an ihre heiligen Bücher. Und das sind natürlich mit den Christen, die da in der Region leben, und den Juden, die da in der Region leben, schon mal zwei ganz große Gruppen dabei, die eben nicht nur sich auf Religion und Spiritualität und Traditionen berufen, sondern die gemeinsam ja ganz viele biblische Bücher miteinander anerkennen. Und man kann das, was in Israel geschieht, und man kann das, was im Nahen Osten geschieht, eigentlich nicht verstehen, wenn man nicht auch die spirituellen Hintergründe dazu betrachtet und versteht. Und das möchten wir an diesen zwei Abenden miteinander tun. Und wenn das dann dazu führt, dass Leute sagen, ja, dann muss ich ja mal dahin fahren und muss mir das mal anschauen, dann haben wir wirklich unsere Israel-Reise heute Abend auch gehabt. Wir haben sie nur ein wenig vielleicht noch vertagt. Ja, vielleicht der Titel ist ja schon in Sicht, eine spannende und eine widersprüchliche Sache, denn vielleicht haben einige hier auch schon gemerkt, so im Laufe der Jahre, der sogenannte Nahe Osten ist uns gar nicht so nah. Weder geografisch, aber auch von der Mentalität, von der Kultur, von der Religion des Islam, die dort in vielen Ländern auch im Hintergrund steht, ist das sehr weit weg von uns. Und auch das führt dazu, dass wir oft uns schwer tun, die Zusammenhänge zu verstehen. Und wir sind hier in der christlichen Gemeinde. Wir haben ganz offiziell in Corona-Zeiten einen Gottesdienst. Also darf es so richtig biblisch fundiert heute Abend werden. Ich wurde vorgewarnt, diese Gemeinde ist sehr im Bibelstudium verhaftet. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir nicht nur Geschichten aus Tausend und einer Nacht, ja, die kommen nämlich auch aus der Region, sondern dann schauen wir wirklich miteinander in Gottes Wort hinein. Und ich habe mal für diesen ersten Teil die Überschrift gewählt, eine bleibende Erwählung. Es hat eine Erwählung dort stattgefunden und sie war nicht nur in der Laune eines Momentes, wie wir gleich sehen werden, sondern sie war bleibend. Und dann sind wir schon auch direkt bei dem, der hier erwählt worden ist. Und vielleicht das noch ganz kurz zum Anfang auch in der Einleitung. Wir haben hier sicher Leute dabei, ob in diesem Raum, ob im Nebenraum, und ich grüße auch alle Menschen, die das vielleicht hinterher irgendwo anhören oder anschauen. Leute, die haben sich ihr ganzes geistliches Leben sehr, sehr stark mit diesem Thema beschäftigt und die wollen natürlich jetzt nochmal wirklich eine ganz vertiefte Sache heute Abend hören, und dieses Bedürfnis kann ich gut verstehen. Und da gibt es Leute dabei, die sagen vielleicht, ja, also Israel, da hängt auch so eine Fahne da in der Gemeinde und ist auch ein interessantes Thema, aber nicht so mein Lieblingsland, ich mache lieber Urlaub woanders. Alles ein bisschen schwierig zu verstehen und so weiter und so fort. Also Menschen, die haben sich noch nicht so mit diesem Thema vertraut. Und wir wollen natürlich auch für beide Seiten etwas haben und auch beide Seiten etwas abholen. Und deswegen bitte ich dafür auch dann ein bisschen um Verständnis. Ja, eine bleibende Erwählung hat stattgefunden. Wir können das nachlesen im ersten Buch Mose, im 12. Kapitel. Gott spricht zu Abraham gewaltige Dinge. Und was so ein bisschen ja schon in unseren Kinderkirchen und Jungscharen beginnt, ist, wenn dann über Abraham gesprochen wird, ist immer diese faszinierende Geschichte, dass der schon so alt war und seine Frau auch schon so alt war und er hatte keinen Sohn. Und dann wurde die noch schwanger im hohen Alter. Ganz ehrlich, wen berührt das nicht von uns? Aber der eigentliche
Hintergedanke hinter dieser Schwangerschaft, ja, und hinter diesem Sohn, der da geboren werden sollte, der ist ein viel größerer als nur Oma und Opa haben noch mal Kinder bekommen. Es ist ein Gedanke Gottes, der hier Abraham weitergegeben worden ist, und er hat ihm gesagt: Geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will segnen, wer dich segnet. Und ich will verfluchen, wer dich verflucht. Durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme, je nachdem, wie man dieses hebräische Wort auch übersetzt, auf Erden gesegnet sein. Abraham sollte also losziehen in ein anderes Land. Er war nicht aus diesem Land, in dem er dann dieses große Volk bilden sollte. Er sollte eine große Nation werden. Groß bedeutet einerseits zahlreich, sodass man nicht übersehen werden kann. Aber groß bedeutet auch bedeutungsvoll. Ja? Also hier sollte eine Nation und ein Volk entstehen, was eine große Bedeutung für die Welt, die Menschheit, die Weltgeschichte einmal haben sollte. Und dann hat Gott sich von Anfang an festgelegt: Mit dir und diesen Nachkommen, diesem Volk, was da aus dir kommen wird, ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich will diejenigen segnen, die dich segnen und damit auch die Nachkommen des Volkes. Und ich will diejenigen verfluchen, ich will mich gegen diejenigen stellen, die sich auch gegen dich und gegen dieses Volk stellen. Und ich möchte jetzt gar nicht in wenigen Sekunden hier tausendjährige Zeitreisen unternehmen, aber ich denke, wir sind uns alle einig heute Abend auch in diesem Raum, dass wir in der deutschen Geschichte erfahren haben, dass da, wo wir uns gegen diese Nachkommen Abrahams, gegen dieses jüdische Volk gestellt haben, da wo wir sie verflucht haben, ja sogar ausrotten wollten, auch wir diese Verfluchung Gottes in unserem Land erlebt haben. Das ist Gott sei Dank vorbei. Aber das zeigt auch, und es zeigt auch in den aktuellen politischen Situationen, wer heute weltweit dasteht und den Judenmord als Staatsziel ausruft, und das sind ja nicht wenige Nationen auf dieser Erde, lebt eben auch nicht unter dem Segen und unter dem Beistand Gottes. Und andere Länder, auch manchmal ganz unbedeutend, die sich entscheiden, wirklich eine positive, eine gottgewollte Haltung zu diesen Nachkommen Abrahams zu haben, sie erleben den Segen Gottes. Und vielleicht ist auch hier ein Grund in der Nachkriegsgeschichte, zumindest in Teilen Deutschlands, wo man sich sehr um die Aussöhnung mit Israel damals bemüht hat, ja, dass dadurch auch ein gewisser Segen wieder gekommen ist. Das haben wir alle nicht verdient. Das ist Geschenk Gottes, aber es hat eben auch eine biblische Grundlage. Ja, und dann noch diese Aussage: Durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme auf Erden gesegnet sein. Also dieses Volk sollte diese große Bedeutung haben und ein Segen für die ganze Menschheit werden. Und jetzt können wir natürlich sagen, klar, Abraham, der ist doch in dem Stammbaum von Jesus drin. Und genau so ist es. Aus dem wichtigsten und bekanntesten Nachkommen Abrahams, nämlich Jesus Christus, ist uns ungeheuer großer Segen auf dieser Erde gekommen. Denn wir haben in Jesus Vergebung und die Möglichkeit zur Umkehr, die Möglichkeit, ein Leben in einer engen Beziehung mit Gott zu führen, einfach auch erhalten, die Möglichkeit, ewiges Leben zu haben. Was für ein Segen durch diesen bekanntesten Nachkommen Abrahams. Aber es ist nicht nur von einem hier die Rede, sondern es ist die Rede, ja, von vielen Nachkommen Abrahams, von diesem jüdischen Volk. Und wir werden jetzt in diesen zwei Abenden auch ein wenig dann miteinander anschauen, wo sind sie denn zum Segen geworden. Einfach nochmal eine Landkarte, da wir ja alle in dieser Region oder die wenigsten von uns groß geworden sind. Ja, Abraham sollte losziehen, dieses verheißene Land, es nannte sich damals noch Kanaan. Abraham kam da ganz aus dem Osten bei Ur
über Babylon, also Irak, dann hoch Haran, das ist die Türkei, Aleppo, das ist das heutige Syrien, dann auch Damaskus, ja, über den über Jordanien, ein bisschen Libanon fast noch drin, dann direkt in dieses Land, was wir heute als Israel kennen. Dann hatte er im Laufe seines Lebens auch noch eine Reise nach Ägypten durchgeführt. Das hat sich nicht so als positiv erwiesen. Er kam wieder zurück. Aber warum ist diese Karte mal ganz interessant? Wieder ganz kurz wage ich einen Sprung in die Neuzeit, weil die etwas Dokumentierteren unter uns, die wissen, in den letzten Monaten wurde ein sogenanntes Abraham-Abkommen unterzeichnet. Und wenn wir jetzt gerade schon mal über den reden, dann mache ich ganz schnell auch die Verbindungen dieses Abraham-Abkommen zwischen Israel und verschiedenen arabischen Nationen. Haben eben die Amerikaner, die das eingefädelt haben, nicht nur Naher Osten, Friedensplan und so weiter genannt, sondern sie haben gesagt, damit wir die alle an einen Tisch kriegen, die Juden und die Araber, müssen wir dahin zurück, wo ihr Ursprung ist, nämlich bei Abraham. Und das ist nicht nur genetisch so, sondern nur, wenn man diese Karte anschaut, woher er kam, sein eigentliches Stammland, wo er sich dann niederließ und das Volk aus ihm gebildet wurde, war Israel. Aber selbst diese Reise nach Ägypten, er hat in seinem Leben, in seiner Biografie, so wie er von Gott geführt wurde, schon diese große Weite auch in sich gehabt, die sich jetzt in den letzten Monaten durch dieses weltweit beachtete Abraham-Friedensabkommen zwischen den verschiedenen Nationen auch wiedergespiegelt haben. Und die Amerikaner waren einfach klug, dass sie den Mut hatten, auch wirklich das mit Abraham, mit einer biblischen Person zu verbinden und eben das Ganze nicht nur humanitär, säkular dargestellt haben, wie wir das in unseren Breitengraden eher zu. Ja, Abraham war nicht nur unterwegs, sondern er baute Altäre, ja, überall, wo er in Israel, dann also dem späteren Israel, durchzog. Es wurde geistlich auch eingenommen, was er da bekommen hat. Und Gott hat ihm weitere Verheißungen gegeben und er hat auch eine Zeitspanne festgelegt, in der die Nachkommen Abrahams in diesem Kanaan wohnen werden. Und hat gesagt in 1. Mose 13, ab Vers 14, erheb doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Also er hat nicht nur gesagt, hier sollt ihr wohnen und ihr sollt euch wohlfühlen, aber wenn es mal woanders besser ist, dann ist auch in Ordnung. Ne? Sondern er hat gesagt, dieses Land, es soll dir und deinen Nachkommen für ewig gegeben werden. Und ihr Lieben, wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt, dann versteht man nicht, warum in diesen Regionen bis auf den heutigen Tag Völker um jeden Quadratmeter ringen, wer wem gehört und wer hier sein darf und nicht sein darf und soll. Dinge, die zwar unsere Nachrichten im Heute-Journal und in der Tagesschau beschäftigen, die aber hier ihre Grundlage haben. Denn die Nachkommen Abrahams kennen diese Verse besser als viele Politiker in unseren westeuropäischen Hauptstädten. Und sie berufen sich darauf und sie sehen hier eben eine Zusage Gottes und nicht nur politische Deals. Ziehen wir die Grenze hier oder ziehen wir sie dort oder machen wir es vielleicht ganz anders? Man kann ja viel verhandeln auf dieser Welt, sie sagen, aber hier haben wir unsere Grundlage. Als Abraham dann aufgefordert wurde, ein besonderes Opfer zu bringen. Und ich denke, die Geschichte mit seinem Sohn Isaak ist hier vielleicht auch vielen bekannt. Ja, da spricht Gott zu ihm in 1. Mose 22, geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge. Und wenn wir dann ein bisschen weiter springen, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Was für eine Aussage Gottes. Und wenn wir jetzt noch schauen, wo war denn der Abraham, als er dort opferte? Im Land Moria, auf dem Berg Moria. Und das ist die moderne Karte Jerusalems rechts daneben. Ich weiß nicht, ob es alle sehen können, auch im Nebenraum. Und dann schauen wir, wo ist denn der Berg Moria? Es ist der Tempelberg.
das Zentrum des heutigen Jerusalems. Damals blühte dort keine Stadt. Da hätte auch nie jemand gesagt, auf diesem Flecken Erde wird mal eine Hauptstadt stehen, ja, oder das wird mal ein besonderer politischer Ort auch werden. Er stand genau auf diesem Tempelberg, der bis heute umkämpft, umstritten, diskutiert ist, wer, wem gehört er und wem gehört der Ostteil und wem gehört der Westteil und wie soll man das Ganze denn regeln und so weiter. Und dann bekommt er genau an diesem prophetischen Ort, wo dann später die Tempel einer nach dem anderen gebaut wurden, von denen wir in Gottes Wort lesen, bekommt er die Aussage, und hier, ja, werden deine Nachkommen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und wer sich nun ein bisschen auskennt, bis heute sind die Stadttore Jerusalems an der Altstadt, ja, im Norden, im Süden, im Westen und im Osten, sie sind eben unter dieser Diskussion, wer hier was besitzt. Ja. Und da gibt es das Jaffa Gate und so, das ist ganz klar Israel, darüber wird schon nicht mehr diskutiert. Und da gibt es eben daneben das Damaskus Gate, ja, wo die Stadt in den arabischen Teil übergeht, ja, und gerungen wird und immer wieder es auch zu Ausschreitungen mal kommt und so weiter. Es heißt hier, die Tore der Feinde genau an diesem Ort, sie sollen von den Nachkommen dann auch Besitztum sein. Was für eine Aussage. Ich war ja nicht dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, Abraham hat nicht verstanden in dem Moment, was hier alles drinsteckt. So wie wir ja manchmal auch nicht verstehen, wenn Gott zu uns spricht, was da alles drinsteckt. Und manchmal verstehen wir es erst später. Und manchmal verstehen es erst spätere Generationen. Und manchmal dauert es auch Hunderte oder Tausende von Jahren, bis es sich erfüllt. Aber hier liegen eben schon gewaltige Grundlagen auch drin. Ja, diese Nachkommen, dieses Volk, was aus Abraham entstehen sollte, es hat dann auch einen Namen bekommen, Abrahams Enkel, der Jakob. Er hat gerungen und nach diesem Kampf, den er dort geführt hat, ich denke, die Geschichte ist auch vielen bekannt, hat er den Namen Israel bekommen, nämlich Kämpfer für Gott. Ja, also Elohim, ja, vielleicht einigen dann schon auch bekannt, der Name für Gott und diese Vorsilbe Israel, er war ein Kämpfer für Gott. Und es war ja nicht nur ein Name für ihn persönlich, sondern Israel ist seitdem in einem permanenten Kampf ausgesetzt. In einem Kampf um seine Gottesbeziehung. Und es fing dann mit den ersten Nachkommen Jakobs schon an, zieht sich durchs ganze Alte Testament, zieht sich durchs Neue Testament, zieht sich durch die Jahrtausende lange Geschichte des jüdischen Volkes. Bis heute, ja, ist dieses Volk in einem inneren Kampf in seiner Beziehung für Gott, werden wir auch noch drauf kommen. Aber es ist eben auch einem Kampf ausgesetzt aufgrund von Gott. Denn dass Völker sich irgendwo streiten und da auch mal einer den anderen erobert und es früher da auch nicht besonders freundlich zugegangen ist und es auch heute im Nahen Osten nicht immer ganz so humanitär zugeht, wie wir das hier in unseren Breitengraden gewohnt sind. Ich denke, das ist ja keine Frage. Aber dass ein Volk der Juden seit dieser Zeit immer wieder von den verschiedensten Nationen, Völkern, politischen Herrschern dieser Welt mit der Auslöschung bedroht war, kurz vor seinem Untergang stand. Es immer wieder das erklärte Ziel war, dass genau diese Menschen nicht überleben sollten. Und das Einzige, was gewechselt hat, waren eben oft diese Feinde, die das erklärt haben. Ja, auch wir Deutschen in einer gewissen Zeit unserer Geschichte, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aber es sind auch andere Nationen in dieser Zeit, es waren andere Nationen auch schon vor dem Nationalsozialismus. Also dieser Name Israel, Kämpfer für Gott, ja, er hat auch wirklich etwas sehr wahrhaftig Prophetisches in sich, denn sie sind diesem Kampf ausgesetzt. Und da können wir natürlich sagen, ja, warum stürzen sich alle auf die Juden? Und ich sage mal ganz vorsichtig, wir werden auch das noch anschauen, vielleicht hat es auch ein bisschen mit dieser Erwählung zu tun. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit diesem Gott zu tun. Denn wer erwählt ist, der bekommt ja nicht überall immer nur den roten Teppich
ausgerollt. Weder all die vielen erwählten anderen Persönlichkeiten, auch aus der Bibel, weder der Sohn Gottes Jesus Christus, noch wir in unserem Leben, sondern Erwählung, das schafft manchmal Widerstand, geistlichen Widerstand, aber auch ganz praktischen Widerstand. Das schafft Neid, ja, das schafft Missgunst bis in die heutige Zeit hinein. Denn Israel ist heute ein blühendes Land, umgeben von vielen Nachbarnationen, von denen ich wirklich auch gerne sagen würde, sie sind genauso blühend. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, schau mal, die Israeliten haben es und die anderen haben es nicht. Es ist ja schade, wenn eben rundherum ungeheuer Krieg und Armut und Not und fehlende Menschenrechte sind. Das ist ja zu bedauern. Ja, aber es ist auch dieser Neid, wie haben diese Juden es geschafft, aus diesem Stück Wüste, was es eigentlich mal gewesen ist und was, das werden wir ja noch sehen, viele Jahrhunderte gar niemand großartig interessiert hat auf dieser Welt, so ein blühendes Land zu machen, so eine Hightech-Nation, so einen Weltmarktführer in vielen Bereichen, das löst natürlich auch bis heute Kampf, Neid und Missgunst aus. Ja, als Gott im Dornbusch dann später mit dem Mose spricht und der Mose sagt, ja, wie soll ich denn zum Pharao gehen und wem bin ich ja eigentlich begegnet? Wie heißt der eigentlich? Wie soll ich denn den vorstellen? Wer bist denn du eigentlich? Ja, dann heißt es, sage doch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Ja, wusste denn der Pharao, wer Abraham, Isaak und Jakob sind? Ich weiß es nicht. Aber damit hat Gott eine Identität geschaffen. Er hat sich nicht geschämt, seinen Namen an Abraham und dessen Nachkommen zu binden, indem man eben seitdem von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs spricht. Und die gute Nachricht ist, Abraham, Isaak und Jakob, das waren ja auch nicht nur Menschen ohne Fehler und Versagen. Und trotzdem hat Gott dieses Wagnis unternommen zu sagen, ihr dürft mich nach eurem Namen auch benennen, nämlich als Gott Abrahams, Isaaks und als Gott Jakobs. Und aus Abraham, Isaak und Jakobs Nachkommen wird dann ein Volk. Gott erwählt sich souverän aus vielen Völkern die Israeliten und er schließt seinen Bund mit ihnen. Er sagt nicht nur, ihr seid ein Volk und ich bin mit euch, sondern er sagt, Israel wird mein Eigentum. Und beschrieben ist es unter anderem, wir können das ja auch heute Abend nur ganz kurz anreißen, im 5. Buch Mose im 7. Kapitel, die Verse 6 bis 8. Ich lese es einfach mal vor, ich hoffe, ihr könnt es auch am Bildschirm gut sehen. Da heißt es, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Das war Gottes Erwartung. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, es war also nicht die Größe, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Also etwas wirklich aus weltlicher Sicht Unbedeutendes, am Rande irgendwo lebendes Volk. Ja, nicht deswegen, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Und das ist eine spannende Sache. Denn seitdem beschäftigt sich natürlich die Menschheit und die Theologen mit der Frage, warum gerade dieses Volk Israel? Sie waren nicht die Größten, sie waren nicht die Bedeutendsten. Und wer jetzt ein bisschen die Bibel kennt, sie waren auch nicht immer die Heiligsten. Und sie waren in vielen Jahrhunderten nicht nur nicht so heilig, sondern ganz weit weg, tief im Götzendienst, tief in der Ablehnung dieses Gottes, tief in der Verehrung irgendwelcher irdischen Gottheiten. Warum gerade dieses Volk Israel? Und ich habe ja vorhin auch ein bisschen von Neid gesprochen. Warum denn nicht ein anderes Volk? Ja? Warum denn nicht wir zum Beispiel, würde uns doch auch gut tun, zu sagen, hey, der Herr hat uns erwählt und ehrlich, wir haben es nicht verdient, aber es tut uns doch ganz gut. Ja, warum hat er gerade dieses eine Volk genommen? Und das wird uns ein bisschen beschäftigen in diesen Tagen, denn ich denke, Gott hat hier auch sich eben ein Volk genommen, um anhand eines Volkes der ganzen Menschheit zu zeigen.
Was ist seine Güte? Was ist seine Treue? Was ist sein Festhalten? Auch gerade dann, wenn nicht immer nach seinem Willen und seinem Herzen gelebt wird. Ja, und Gott hat dafür einen Bund auch geschlossen. Also es war nicht nur so eine Aussage, man hat Gottes Stimme gehört und dann waren alle berührt und begeistert, sondern es wurde richtig im Bund, also wir heute sagen, einem Vertrag festgeschrieben, wo es dann heißt, 5. Mose 26, du hast heute den Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen gehen und seine Ordnungen und seine Gebote bewahren und seiner Stimme gehorchen willst. Und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du ihm zum Volk seines Eigentums sein willst, wie er zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote bewahren willst und dass er dich als Höchste über alle Nationen stellen will, die er gemacht hat, zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck, und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein willst, wie er geredet hat. Was für ein Vertrauen Gottes, zu sagen, ich habe erwählt, zum Ruhm, zum Namen und zum Schmuck, dass du dieses heilige Volk sein sollst. Da könnte man ja sofort rüberspringen und sagen, ja, das gilt ja heute alles für uns. Du bist erwählt zum Ruhm, zum Namen und zum Schmuck. Aber ich bin deswegen da ein bisschen langsamer an diesen zwei Abenden, weil wir das ja sonst so schnell erleben, dass wir ganz schnell rüberspringen bei allem, was Gott den Israeliten und Hebräern, den Juden damals gesagt hat, das für uns so mal nehmen, ohne mal zu überlegen, wo steht es eigentlich ursprünglich, wem hat es Gott ursprünglich zugesprochen, was ja nicht bedeutet, dass es heute nicht für uns auch eine gewaltige Bedeutung haben kann, aber zuallererst mal, als Gott es ausgesprochen hat, in dem Moment dachte er wirklich an diese Menschen, die er da vor sich hatte in der Wüste und hatte diese Bestimmung für sie als Nation. Ja, wir wissen, dass dann die Nachkommen Jakobs auch über Josef und die Hungersnot eine ganze Zeit in Ägypten gelebt haben. Nach ungefähr 400 Jahren sind sie wieder zurückgekommen, haben unter Josua Kanaan eingenommen. Hier diese Karte, wo die 12 Stämme sich ungefähr niedergelassen haben. Ich denke, das ist vielen von uns auch bekannt. Und später dann bei König David wird Jerusalem zur Hauptstadt gemacht. David hat sie erobert und auch er hat eine gewaltige Verheißung Gottes bekommen. 2. Samuel 7, Vers 16. Dein Haus, David, und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir. Dein Thron soll ewiglich bestehen. Ich denke, der Herrscher war gerührt, ja, nicht nur ich bin hier auf dem Throne gelangt, es war ja schwierig nach allen Auseinandersetzungen mit Saul, bis er da überhaupt hingekommen ist, ne, sondern auch meine Nachkommen und dann auch ewiglich. Jetzt schauen wir hinein in Gottes Wort und da sehen wir diese Nachkommen Davids, sie waren auch Gott nicht immer treu, ihre Herrschaft hat auch nicht bestanden. Worum geht es denn dann hier in diesem Vers? Es geht ähnlich wie bei Abraham und dem bekanntesten Nachkommen, auch hier wieder um den bekanntesten Nachkommen Davids, nämlich Jesus Christus. Sein Königtum soll beständig sein und sein Thron wird ewiglich bestehen. So hat dieses Gotteswort sich auch hier in David erfüllt. Aber seitdem ist eben auch Jerusalem Hauptstadt Israels, wird von den Juden auch nicht zur Diskussion diesbezüglich frei gegeben, und auch wenn manche Länder sich da ein bisschen schwer tun, das bis heute auch so zu sehen und anzuerkennen, sind hier auch wieder die theologischen Grundlagen, ja, warum eben die Israelis auf dieser Sache auch bestehen. Davids Sohn Salomo hat dann den ersten Tempel gebaut und wie ich vorher schon erwähnt habe, es war auf dem Berg Moria, also dort, wo der Abraham einst gestanden ist, und so ungefähr kann man hier auf dem Bild auch sehen, stellen Archäologen sich vor, dass dieser Tempel Salomos damals ausgesehen hat. Wie schon erwähnt, die Nachkommen
von David, Salomo in den nächsten Generationen. Sehr viele von ihnen mit ganz wenigen rühmlichen Ausnahmen haben Götzendienst praktiziert. Gott hat immer wieder Gericht angekündigt. Ganze prophetische Bücher der Bibel sind nur voll mit diesem Thema. Leute, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, wenn ihr jetzt nicht endlich die Kurve bekommt, würde man ein bisschen neudeutsch sagen, dann wird es euch schlecht ergehen. Und schließlich kamen eben aus dem Osten dann auch aus Babylon, aus dem Assyrischen Reich, dann in mehreren Schüben die Angriffe, und die jüdische Bevölkerung aus dem Nord- und dem Südreich wurde dann in mehreren Etappen nach Babylon verschleppt. Ja, wie passt das alles zur Erwählung Gottes? Erwählung heißt ja nicht, ich bin erwählt und dann segnet Gott alles, egal wie ich es tue. Und das lernen wir hier am jüdischen Volk, lernen vielleicht auch später das im eigenen Leben. Aber Gott hat sich nicht zu ihnen gestellt, wenn sie sich von ihm abgewandt haben. Aber die große Frage ist, ja, hat Gott trotzdem irgendwo an ihnen festgehalten? Oder hat er die Reißleine irgendwann gezogen? Hat es ihm gereicht? Hat er seine Verlobung gelöst aus Frust und Ärger und gesagt, hey, solchen Leuten kann man nicht trauen? Und interessant ist einfach, hier sind zwei Aussagen aus den Propheten Jesaja, Hesekiel, die ja auch gerade in dieser Zeit gelebt haben, vor der Verschleppung nach Babylon und dann auch zu Beginn dort, wo es heißt in Jesaja 43, Vers 24, hey Israel, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich richtig ermüdet mit deinen Sünden. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Also Gott spricht diese Sünde, diesen Götzendienst an. Das wird nicht verharmlost, das wird nicht mit billiger Gnade irgendwo unter den Tisch gekehrt. Er sagt, hey, du hast mir ungeheure Arbeit gemacht, du hast mich tief enttäuscht. Und trotzdem bin ich immer wieder bereit, auch diese Verbrechen auszulöschen, dieser Sünden nicht zu gedenken. Die Tür dafür steht dir offen, Volk Israel, denn ich habe diesen Bund mit dir geschlossen. Und bei Hesekiel ähnlich wird es ein bisschen anders formuliert. Darum sage zum Haus Israel, nicht um euretwillen handle ich, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr, Klammer, Israeliten, entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Um meines Namens willen. Weil Gott seinen Namen mit diesem Volk verbunden hat, war er immer wieder bereit, um seines Namens willen diesen Bund zu halten. Und ich denke, das ist eine gewaltige Sache. Wir hatten vorher einige Lieder, es war wirklich sehr schön auch ausgesucht für diesen Abend, die über die Treue Gottes auch ihre Aussage gemacht haben. Und ich denke, das ist ganz arg auch heute Abend in der Verkündigung hier drin. Wir reden gar nicht so viel über Israel, merkt ihr das, der Nahe Osten, sondern wir reden eigentlich in Wirklichkeit, wie Gott sich Israel und den Nahen Osten geschnappt, erwählt hat und sich dann zu ihnen verhalten hat. Als sie aus Babylon dann zurückgekommen sind, unter dem Perserkönig Kyros, hat er das erlaubt. Da wurden dann Stadtmauer und Tempel wieder aufgebaut. Das stellen sich die Archäologen dann ungefähr so vor in der Zeit von Nehemia. Dann enden die meisten biblischen Bücher oder alle des Alten Testamentes und dann geht es ja erst wieder weiter mit der Geburt Jesu. Als Gott sich entschieden hat, auf die Erde selbst zu kommen, aber dies nicht irgendwie zu machen, sondern in jüdischer Gestalt nach Israel zu kommen, zu seinem Volk. Und vielleicht hat es auch den einen oder anderen schon verwundert, aber wenn man jetzt diese ganze Vorgeschichte nochmal gehört hat, muss man fast sagen, ja, zu wem hätte er denn sonst kommen sollen? Das war sein Bundesvolk. Und so kam Jeschua, auch genannt Messias, Sohn Davids, Rabbi, König der Juden, Friedefürst, Gott, Meister, Lehrer in den Synagogen. Er kam genau in dieses jüdische Setting hinein, hat sich auch nie davon distanziert übrigens. Manche betonen ja immer nur, was der alles reformiert hat. Da ist auch sehr gute
Bibelinterpretation geschehen, in ganz vielen Aussagen, wo Jesus gesagt hat, euch ist ja eigentlich gesagt, so von euren Vätern, jetzt erkläre ich euch mal, was wollte mein Vater eigentlich schon immer, was das für euch bedeutet. Aber er war ganz bewusst in diesem jüdischen Rahmen drin. Er hat sogar gesagt, ich bin gesandt nur zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Was uns fast schon wieder ein bisschen, merkt er das, spürt er so ein bisschen den Neid dann auch, ach Jesus, da hättest du auch sagen können, ich bin für die ganze Welt da, aber weil es eben nicht alles auf einmal geht, bin ich jetzt hier bei euch und dann werden meine Nachfolger das machen mit der ganzen Welt. Nee, nee, mal ganz ehrlich, Jesus hat gesagt, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israels. Und er hatte natürlich diese Vision, es geht weiter. Aber sein eigentlicher Auftrag war dort in diesem Bundesvolk. Mit 12 Jahren hat Jesus in Jerusalem gepredigt, so stellt man sich den Tempel vor, der dann zur Zeit von Herodes gestanden ist. Alles, was davon noch übrig ist, ist diese sogenannte Western Wall, in Deutschland auch als Klagemauer bekannt. Alles andere wurde später ja auch zerstört. Jesus hat sich auch deutlich positioniert. Er hat der Frau am Jakobsbrunnen, eine der liebsten evangelistischen Geschichten aller Prediger, ja, dann aber auch deutlich gesagt, du musst etwas wissen. Das Heil, es kommt von den Juden. Und es hat er bewusst jemand gesagt, der nicht aus diesem Hintergrund kam. Ich weiß nicht, ob es damals schon Antidiskriminierungsstellen gab, die da aufgestanden und gesagt haben, also das hast du jetzt nicht so freundlich, inkludierend, irgendwie jeden mit reinnehmen, da hast du dich schon ein bisschen deutlich positioniert, aber das ist eben Wort Gottes. Ja? Und es zeigt auch die Dinge, die uns in unserer heutigen etwas verwässerten Zeit manchmal verloren gegangen sind, dieses Verständnis des Heil, es ist uns durch die Juden gekommen, es kommt von den Juden. Und wie immer, wenn Gott etwas beschließt und sich festlegt, ja, hier ist ja immer noch diese Erwählung auch an dem Volk Israel drin, dann stoßen sich natürlich Menschen daran. Und so haben unzählige Völker in der Weltgeschichte seitdem versucht, dass das Heil eben nicht von den Juden kommt. Ja. Und wir in Deutschland haben dann gleich mit dem Heil auch noch eine andere Geschichte gemacht. Und damit es bloß nie mehr von den Juden kommen kann und es irgendwie erwähnt werden könnte, wollten wir dann in unserer Geschichte sie auch noch vollkommen auslöschen. Man kann nur dankbar sein, dass es nicht gelungen ist. Jesus ist dann in Jerusalem gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Genau dort wird er auch wieder zurückkommen. Also die sogenannte Reise nach Jerusalem, die manchmal auf dem Kindergeburtstag gespielt wird, das ist eigentlich ein prophetisches Spiel, ja, muss man sagen, weil es gar nicht nur darum geht, Menschen reisen nach Jerusalem, sondern Jesus wird dort mal wieder hinreisen und dort wird er ankommen. Und es gibt dieser Stadt nicht nur eine Bedeutung für die Vergangenheit, dass man da hingeht und archäologisch guckt, wo ist denn der Teich Bethesda und wo ist denn dieses oder jenes, wo Jesus Wunder gewirkt hat, spannende Sache, halt schon 2000 Jahre her. Nein, Jerusalem hat deswegen diese zukünftige, diese prophetische Bedeutung. Diese Stadt war wichtig, ist wichtig und wird für uns auch noch sehr wichtig in Zukunft sein. Und alle säkularen Medien, die regelmäßig aus Jerusalem irgendwas berichten, verstehen diese größeren Zusammenhänge nicht. Aber die Weltpolitik hat immerhin eins verstanden, diese kleine Region bestimmt erstaunlich viel in unserer Welt und ist uns erstaunlich groß auf dem Schirm, übrigens auch in diesen Tagen einer Pandemie und Impfdiskussionen und so weiter, da ist doch jedes dritte Wort schon wieder, was ist eigentlich in Israel? Ja? Und man guckt da hin, man sieht mal, wie viele Quadratkilometer sind es eigentlich und so weiter, wie viele Leute leben dort. Du fragst dich da schon manchmal, woher diese weltweite Aufmerksamkeit? Ja, Jerusalem dann auch der Ort. Pfingsten, die Urgemeinde, ist gestartet, von dort sind sie losgezogen, von dort ist die Weltmission ausgegangen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes sein, ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Ne, jetzt plötzlich gibt es auch eine Karte, wo wir mal drauf sind hier, egal ob aus Württemberg oder aus Sachsen. Ja, da sehen wir, das Ding ist vorangegangen. Ja, der Geist Gottes hat sie getrieben, wirklich die ganze Welt zu erreichen. Und dann, 70 Jahre nach Christus, gab es einen Bruch, nämlich Jerusalem wurde zerstört von den Römern.
Die Juden wurden in mehreren Etappen aus diesem Land vertrieben über den ganzen Erdkreis. Jesus hat das schon angekündigt. Man fragt sich ja, hey, Bund Gottes, und da waren sie in Babylon, aber da sind sie ja wieder zurückgekommen nach 70 Jahren. Jetzt werden die schon wieder vertrieben. Wo war da der Herr? Aber der Herr war genau dort, wo Jesus es verkündigt hat. Er hat nämlich gesagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Mit anderen Worten, er hat nicht nur dunkle Prophetie gebracht, ja, im Sinne von große Zerstörung und Zertretung, Wehe und so weiter, sondern am Ende des Tunnels, der hier schon auch anklingt, gab es ein Licht. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis zu einem Zeitpunkt. Nämlich bis zum Zeitpunkt, wenn die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden, also wenn die nicht-jüdischen Völker alle ins Reich Gottes hineingekommen sein werden, dann wird es auch mit dieser Zertretung vorbei sein. Ihr Lieben, hier redet Jesus plötzlich von uns, denn die Heiden, diese nicht-jüdischen Völker, das sind ja wir, ne? Unsere germanischen Vorfahren oder was auch jeder hier so alles in sich trägt, davon hat Jesus hier gesprochen. Er hat gesagt, wenn die alle mal dabei sind, dann wird es auch mit der Zertretung Jerusalems wieder vorbei sein. Und es hat dann schon eine ganze Weile gedauert, das werden wir morgen Abend auch noch mehr betrachten. Aber interessant ist es, umso mehr Völker ins Reich Gottes hineingekommen sind, umso mehr sich das erfüllt, was Jesus hier sagt, plötzlich gibt es diese Stadt wieder, plötzlich blüht die wieder, plötzlich leben da Millionen Juden und kommen von aller Herren Länder zurück. Ist es nicht genau das, was Jesus hier bereits schon angekündigt hat? Ja, und seine Nachfolger waren dann bemüht, das Evangelium um die halbe Welt zu tragen. Petrus hat mit Mühe verstanden, ja, dass Gott ihn eigentlich schon von langer Zeit auserwählt hat, dass auch die Nationen durch seinen Mund das Evangelium hören und glauben sollte. Es ging dann Schritt für Schritt eben in die Welt hinein. Und umso mehr dann dazu kamen aus den heidnischen Völkern, die überhaupt keinen Bezug mehr hatten zu den Juden und zu Israel und zu Mose und zu seinem Gesetz und zu Beschneidung und zu Passa und zu Sabbat und alles. Umso mehr hat sich natürlich die Frage gestellt, wie ist es denn jetzt in der Beziehung dieser neu hinzugekommenen, nicht jüdischen Menschen, die gläubig sind in Gottes Familie, zu diesem ursprünglichen von Gott erwählten Volk aus Gottes Familie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem eigenen Leben. Solange man ein Kind hat, ist ja die ganze Aufmerksamkeit auf dem einen. Aber wenn es mal das zweite kommt, dann geht auch manchmal so ein bisschen Gerangel los. Ja, wer kriegt jetzt hier die Aufmerksamkeit und wie definieren Sie denn Ihr Verhältnis zueinander? Und es wird ein wenig unruhig, nicht nur in unseren Familien. Ne, das gab es schon bei Jakob und bei Esau und da hätten wir noch eine ganze Reihe anderer biblischer Beispiele. Ja. Und hier kamen diese Neuen dazu mit Begeisterung. Und diese Frage stellte sich ja, aber eigentlich das Ganze, was sie da angenommen haben, das kommt ja von ganz woanders her. Haben die da noch was damit zu tun? Vollziehen wir jetzt den großen Schnitt? Sagen wir alles kalter Kaffee von früher? Religion muss man ja auch ab und zu mal reformieren. Ja, und jetzt machen wir hier die große Reform und schneiden diesen alten, schwierigen, auch ein bisschen trägen jüdischen Zopf mit diesen ganzen Geboten einfach mal weg, damit das Evangelium so richtig laufen und flutschen kann. Und das war eine der spannenden Fragen in der Urgemeinde. Und Paulus hat sich im Römerbrief 3 Kapitel dafür genommen, diese Frage zu beantworten. Und er hat es ausgerechnet im Römerbrief getan. Das ist der Brief an die Gemeinde, die am weitesten weg war, also auch geografisch von Israel und die vielleicht am wenigsten noch mit dem Ganzen zu tun hatten und am wenigsten Kenntnis von diesem ganzen jüdischen Erbe hatten. Natürlich gab es auch in der Gemeinde in Rom Juden, die aus den Synagogen waren und sich da bekehrt haben. Aber die Römer an sich, die da auch aus dem Haus des Kaisers kamen, ihr Lieben, die wussten nicht, was ist eine Tora und was sind 10 Gebote, ja, und wann haben wir hier welches jüdische Fest und so weiter und so fort.
Und dann hat er diesen Römern eben das zeigen wollen. Leute, es hat nicht mit euch hier begonnen. Sondern wie ist es denn nun mit der Erwählung dieser Dazugekommenen in ihrer Beziehung zu diesen eigentlich Erwählten aus Israel? Und Römerbrief ist ja bei uns in Deutschland, auch gerade in protestantischen Kreisen, da so ganz hoch angesiedelt. Martin Luther hat ja aus den ersten 8 Kapiteln nicht nur Erstaunliches erkannt, sondern auch ungeheure wichtige Lehren gezogen. Deswegen auch im Lutherjahr Römerbrief, Römerbrief, Römerbrief. Aber wie gerade vorsichtig angedeutet, oft nur in den ersten 8 Kapiteln. Und dann hat ja selbst der Luther gesagt, das hier, was später kommt, das hat mir sich nicht so ganz so richtig erschlossen. War seine ehrliche Aussage, er war da wenigstens ehrlich. Und das spürt man auch ein bisschen in seiner weiteren Theologie, dass er brillant war, was die ersten 8 Kapitel des Römerbriefs angeht. Aber dann die Sache mit den Juden, es ist ja wahrscheinlich auch einigen hier bekannt, das war schon ein Thema, wo er große Schwierigkeiten hatte und sich dann durchaus auch seiner Zeit gemäß und trotzdem traurig sehr, sehr abfällig und auch negativ geäußert hat. Ja, aber wenn wir es heute lesen, sind wir jetzt mal unbelastet in der ganzen Sache und wir können natürlich heute Abend nicht diese ganzen 3 Kapitel miteinander anschauen, aber einfach nur mal aus dem 11. Kapitel 3 Verse, wo der Paulus sagt, Leute, folgende Frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und diese Frage, die war aktuell in dieser ganzen Debatte. Und ich bin so froh, dass Paulus eine Antwort gegeben hat. Ja, weil es gibt nicht wenig Theologen, die stellen Fragen und dann kommen alle möglichen Gedanken. Aber Paulus hat uns glücklicherweise hier die Antwort gegeben. Sodass es nicht eine Sache der Spekulation oder der persönlichen theologischen Ausrichtung oder Prägung ist, wie wir das beantworten, sondern Paulus hat es uns schon beantwortet. Er hat gesagt, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Das heißt, der neue Bund in Jesus mit der Freiheit und Gnade und Güte und gefeiert im Abendmahl war jetzt trotzdem nicht so, dass deswegen alles Vorige keinerlei Rolle mehr spielt, Gott irgendwie sich da verändert hat, sondern sein Volk ist nicht verstoßen. Und er benutzt dann, um das zu beschreiben, das Bild, was auch schon heute Abend in irgendeinem Satz am Anfang hier angesprochen wurde. Er sagt, ihr müsst euch das so vorstellen mit euch Römern, euch dazugekommenen Nicht-Juden. Ja? Das ist wie wenn einige Zweige herausgebrochen worden sind, und so ein wilder Ölbaum existiert und dieser wilde Ölbaum, der wurde unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden, ein bisschen altertümlich ausgedrückt. Und er sagt, weil du eben zu dieser Zweig bist, der da mit reingedrückt worden ist, also nicht du, neutestamentliche Gemeinde, bist die große Pflanzung des Herrn, sondern du bist dieser Zweig, der einem existierenden, bereits blühenden Organismus hinzugefügt worden ist, hineingepfropft worden ist und unter dir, lieber hineingepfropfter Zweig, gibt es eine riesige Wurzel von tausenden von Jahren der Offenbarung Gottes. Und er sagt deswegen, rühme dich jetzt nicht hier. Und ich denke, wenn man das in der Kirchengeschichte ein bisschen beherzigt hätte, hätte man sich einiges gespart. Auf Hochdeutsch, ein bisschen volkstümlich gesagt, spar dir deine neutestamentliche Arroganz, die es ja manchmal auch so gibt, wer wir sind und alles haben und seit wir hier unterwegs sind, spar dir deine kirchengeschichtliche Übertreibung, liebe neue Bewegung, sondern nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt und ihr Lieben, an diesem Vers scheiden sich bis heute auch ein bisschen die Geister, weil doch auch in unseren christlichen Kreisen es nicht wenige gibt, die sich benehmen, als seien sie die Wurzel. Ja? Und dann noch gnädigerweise sagen, okay, da gab es dieses Volk und da reichen wir auch noch mal eine Hand und da spenden wir auch noch mal was für irgendeinen Holocaust-Überlebenden und so weiter. Und sie haben ja schon ihre Bedeutung und die biblischen Reisen dahin, die sind schon spannend. Nee. Die Wurzel liegt ganz woanders, in dem, was wir jetzt hier heute Abend schon betrachtet haben
und dann ist dieser Zweig dazu gekommen. Und ich denke, das macht uns demütig. Wir sind Teil einer großen Bewegung Gottes. Wir sind Teil dieses Baumes, den Gott pflanzt. Wir sind nicht minderwertig, wir sehen das gleich noch in einem anderen Vers, sondern volle Miterben. Aber wir sind nicht alleine da, wir sind nicht der Nabel der Welt, wir sind nicht diejenigen, in die der Herr sich dann plötzlich verliebt hat, ne? Und seitdem hat er die anderen vergessen, sondern wir wurden da eingepfropft. Und im Vers 31 kommt ja dann dieser spannende Satz: Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Mal ganz ehrlich, hat jemand schon mal diesen Vers irgendwie ermutigt, ne? So eine Situation, es ging nicht so gut, du wusstest nicht, wie geht's weiter, hat Gott mich wirklich gerufen, das, was ich hier tue, bringt es was und so weiter. Hey, plötzlich kommt Gottes Gaben und Berufungen, können ihn nicht gereuen. Wow, was für einem Gott dienen wir. Und genau so ist es auch. Nur ursprünglich kommt dieser Vers aus diesem Römerteil der drei Kapitel, wo es heißt, seine Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Und Paulus redet drei Kapitel lang, bevor er den Satz sagt, über Israel und die Juden. Und er sagt diesen fernen Menschen in Rom, wenn Gott einmal diese Gabe und Berufung über diesem Volk ausgesprochen hat, dann wird ihn das nicht gereuen. Was für ein gewaltiger Gott, wenn er einmal seine Hand auf jemand gelegt hat, dann wird es ihn nicht gereuen. Wie gesagt, auch vorhin, nicht Gott wird alles segnen, was die Person tut, wenn sie sich gegen seinen Willen stellt. Nein, nicht Gott wird alles gutheißen. Nein, nicht Gott wird alles schönreden. Nein, Gott wird auch handeln, wenn die Dinge nicht nach seinem Willen geschehen. Aber diese Grundberufung, sie kann ihn nicht gereuen. Und warum brauchen wir so ein Volk, an dem Gott uns das zeigt, obwohl dieses Volk so versagt hat? Damit wir etwas vom Wesen Gottes verstehen, von diesem lang anhaltenden Atem seiner Güte und Treue uns gegenüber. Und in unserem heutigen Denken, nicht weniger christlicher Kreise, da gibt es ja manchmal so Schlagwörter. Gut, dass der Jesus alles vor ihm abgeschafft hat. Tut uns ja manchmal gerade Junge im Glauben auch gut, es war so ein richtiger Reformer, der hat es den Alten mal gezeigt, ja, oder richtig was Neues, den alten Putz hat er da abgehauen, ja, da leben manche so richtig auf, wenn der den Tempel da leergefegt hat. Es soll ja auch wirklich eine Geschichte sein, die manche mehr fasziniert als andere. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen aufzulösen, diese ganzen Bünde und Verheißungen, sondern ich bin gekommen zu erfüllen. Seht ihr? Jesus selber schlägt hier die Linie zum Bund Gottes mit dem Volk Israel. Das ist gar nicht erst bei Paulus, sondern er selber tut es schon. Oder manchmal hört man das so einfach plakativ. Ja, Errettung früher durchs Gesetz, haben sie es nicht hingekriegt. Dann hat Gott gesagt, okay Leute, war zu schwer, jetzt mache ich es ein bisschen einfacher durch Glaube und Gnade. Und da wehrt sich schon Paulus drin im Römerbrief, und das hat Luther sehr gut verstanden, diesen Teil, indem er sagt, hey Leute, Abraham, ist der etwa durch Werke oder durchs Gesetz gerecht geworden? Nein, durch den Glauben. Also das Gerechtwerden vor Gott war schon in den Urzeiten in der Wüste auf dem Berg Moria im Sand, als er da stand, schon immer mit Glauben verbunden. So lehrt uns das Neue Testament. Dann denken ja manche, auch ein bisschen volkstümlich gesagt, vielleicht auch ganz okay, dass wir noch mal ein bisschen aufwachen, weil die Juden es vermasselt haben. Die haben es ja so richtig vermasselt, hey, wie die den Herrn enttäuscht haben. Also mehr hätte man auch nicht machen können. Ne? Deswegen sind wir jetzt nun die Erwählten. Da klingt so ein bisschen eine Freude über dieses Vermasseln drin. Ja? Muss man erst mal fragen, haben sie es wirklich vermasselt? Aber so irgendwie, ja gut, dass die es nicht hingekriegt haben. Ne, so wie du kriegst einen Job in der Firma und du hättest ihn nicht gekriegt, wenn der Vorgänger das nicht irgendwie schlecht gemacht hätte und da wurde die Stelle neu ausgeschrieben. Sag ich, ja, schade, dass der gegangen ist, aber so mal ganz ehrlich unter uns, jetzt habe ich den Job und so. Das war der Herr, Halleluja. Ne, tut mir auch gut. Ne, und irgendwie, hey, die haben es doch ordentlich verdreht. Und Paulus sagt im Römerbrief, nee, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Und alle erlangen nicht
die Herrlichkeit Gottes aufgrund ihrer eigenen Leistung. Also wenn man schon sagt, die Juden haben es ordentlich vermasselt, ihr Lieben, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, was haben wir eigentlich seit Jesu Kommen in unserer Kirchengeschichte? Ja, nicht nur weltweit, es reicht schon in Deutschland, ihr Lieben. Ja, was haben wir hier eigentlich? Wir haben es doch ganz genauso vermasselt. Haben wir irgendwas besser gemacht? Sind wir was Götzendienst und irgendwie die Anbetung toter Dinge so sind wir da einen Deut besser als die Menschen des Alten Testamentes, über die wir hier oft auch lesen. Dann sagen ja manchmal Menschen, ja, also Altes Testament, Gott liebt die Juden, Neues Testament, er liebt die Heiden. Ja? Und weil wir bei den Heiden dabei sind, tut uns auch das wieder ganz gut. Ne? So die verlassene Braut fühlt sich ja nicht so wohl wie die aktuelle. Ne? Ist ja auch im wirklichen Leben so. Und dann sagen wir, ja, die hat er dann eben einfach zur Seite gelassen, hat ihn so sehr enttäuscht. Und dann hat er sich in uns verliebt und schaut mal, das hat bis heute gehalten, nicht wie bei den Juden. Ne? Solche Gedanken gibt es manchmal, wenn man die Bibel nicht im Zusammenhang anschaut. Und dann muss man sehen, dass Gott an sein jüdisches Volk schon im alten Bund in Jeremia 31 gesagt hat, mit ewiger Liebe habe ich dich. Wie lange sollte diese Liebe mit Israel dauern, bis der Jesus kommt, bis die Nichtjuden dazukommen, bis die Deutschen endlich auch dabei sind? Nein, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. So hat er sich hier festgelegt. Dann manchmal eben auch die Aussage, der alte Bund, der war für die Juden und der neue Bund, der ist nun für die Christen aus den Nationen. Aber auch wieder bei Jeremia können wir lesen, er sagt, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nur mit den Nationen, den Unbeschnittenen und die da dazugekommen sind. Und zwar nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben. Der neue Bund, zugesagt den Juden in damaliger Urzeit, für sie genauso gültig wie auch für uns. Da gibt es dieses Gleichnis vom Weinberg. Ne? Der Besitzer wird zornig, erlebt alle möglichen schwierigen Dinge dort und dann irgendwann heißt es, jetzt wird der Weinberg weggenommen und er wird anderen gegeben werden. Und darüber sind unzählige theologische Bücher geschrieben worden, dass das eben bedeutet, ne, weil die Juden den Weinberg da auch so bebaut haben, wie sie ihn bebaut haben und sich verhalten haben, wie sie verhalten haben, kam dann der Herr irgendwann und hat gesagt, jetzt nehme ich es euch weg und ich gebe es anderen. Und das sind dann immer die Juden. Aber wenn wir das Gleichnis anschauen, dann sehen wir doch, der Weinberg, der wurde den damaligen Pharisäern weggenommen, mit dem redet nämlich Jesus hier. Der damaligen religiösen Elite, die es wirklich vermasselt hat und nicht mehr wert war, diesen Namen religiöse Elite auch zu tragen. Und er wurde denen weggenommen. Und wem wurde er denn dann gegeben? Ja, doch nicht er, dann so den Völkern dieser Welt in Afrika und in Asien, sondern dem Apostel Paulus, das war ein Jude, dem Petrus, den ganzen anderen Jüngern und Apostel, die waren doch alles Juden, ihr Lieben. Also kann man doch nicht sagen, ja, Gott hat es weggenommen und keinem Juden mehr seitdem in die Hand gedrückt, sondern er hat es diesen Pharisäern damals weggenommen. Dann manchmal diese Aussage, wir sind heute das neue Israel, das geistliche Israel und ersetzen damit die Juden. Und aus diesem Wort ersetzen wurde eine ganze Theologie gemacht, die sogenannte Ersatztheologie. Ja, also überall, wo Jude steht, kannst du jetzt dich einsetzen und dann passt es ganz genau. Und Paulus klärt auf, dass die Heiden, schreibt er in Epheserbrief, Miterben sind. Ich habe den Vers schon erwähnt. Zu seinem Leib gehören Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus. Also wir, die Heiden, wir sind nicht der Ersatz für die Juden, sondern wir sind dazugekommen. Die Bibel kennt keine Alleinerben, sondern sie kennt Miterben. Und es ist einfach gut, auch diese Zusammenhänge diesbezüglich zu sehen. Deswegen eine Theologie, die behauptet, dass der Bund Gottes mit seinem Volk Israel beendet ist. Dass die Kirche Israel vollkommen ersetzt hat.
dass Israel nur so ein schattenartiger Vorläufer für die dann herrlich und gloriose Kirche gewesen ist. Dass das Heil den Juden weggenommen wurde, dass alle Segnungen Israels nur noch für Christen gelten, dass alles, was Gott Israel zugesagt hat, nur noch für die Kirche gilt. Dass Gott einst Israel liebte, aber sich dann in die Heiden verliebt hat. Das stellt grundsätzlich eigentlich Gottes Wesen in Frage, nämlich in seiner Treue. Das würde bedeuten, dass Gottes Gaben und Berufungen ihn gereuen können. Das degradiert das Wirken und die Offenbarung Gottes im Alten Testament. Sagen, ja, da hat er so ein bisschen angefangen, aber erst im Neuen Testament ist der da zur Hochform aufgelaufen. Er hat ganz schön lang gebraucht, aber das hat er hinbekommen. Ihr Lieben, wenn wir das hören, dann merkt man schon, macht in sich nicht nur wenig Sinn, sondern unserem Gott auch absolut keine Ehre. Ja, das hat zu christlicher Überheblichkeit geführt. Es tut mir leid, dass die Folie das in der Projektion ein bisschen verschoben hat. Ist am Computer anders. Und das kann auch nicht erklären, warum dann nach 2000 Jahren Vertreibung der Juden aus Israel über die ganze Welt heute wieder dieser Staat Israel existiert und blüht und Gott sich wieder dazu stellt in einer Art und Weise, dass es die ganze Welt sehen kann. Vielleicht ein bisschen viel Theologie an diesem Abend, aber ich wurde gewarnt, wie bibelfest diese Gemeinde ist. Ich kann mich hier nicht nur mit Storys hertrauen, ja, nach Sachsen, wenn die es fundiert haben wollen. So, nochmal aus Römer 9, 3 Vers 4 und 4. Paulus wollte unbedingt, dass die Gläubigen im nichtjüdischen Raum wussten, was dem Juden im Zeitalter des neuen Bundes weiterhin gehört. Und er schreibt da, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und dann zählt er 8 Dinge auf. Meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren erstens die Sohnschaft ist, zweitens die Herrlichkeit, drittens die Bündnisse, viertens die Gesetzgebung, fünftens der Gottesdienst, sechstens die Verheißungen, siebtens die Väter und achtens dem Fleisch nach der Christus, der über allen ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. An die Römer, die Nichtjuden, zählt er auf, was den Juden alles noch gehört. Die Christen sollten also wissen, was den Juden weiterhin gehört und zusteht. Das war ihm wichtig. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was wir in manch moderner Theologie finden. Bei Paulus sollten die Christen wissen, was den Juden gehört, aber in mancher Theologie heute sollen die Jünger Jesu gelehrt werden, was den Juden alles nicht mehr gehört. Versteht ihr, das ist genau das Gegenteil. Paulus zählt der Urgemeinde auf, was haben die alles noch in Gott bekommen und ist für sie gültig. Und heute gibt es ganze Bücher und Doktorarbeiten darüber, was ihnen alles nicht mehr gehört angeblich. Das ist genau das Gegenteil. Das ist eine gefährliche Tendenz. Denn was den Juden als Volk Gottes biblisch zusteht, wird ihnen aus irgendeinem Grund, vielleicht auch aus Neid, nicht mehr gegönnt und theologisch weggenommen. Und was dann als Ersatztheologie auch bezeichnet wird, das ist eigentlich keine Ersatztheologie, sondern streng genommen eine Enteignungstheologie. Ja, man nimmt jemand was weg, was ihm gehört. Das ist nicht in erster Linie Ersatz, das ist eine Enteignung. So, man nimmt den Juden was weg, was ihnen gehört. Das nennt sich auch Enteignung und da können wir uns schon fragen, kann es sein, dass die Juden im Laufe der Geschichte nicht nur materiell, schon lange vor 1933 übrigens auch hier in Deutschland, sondern dass sie auch theologisch enteignet wurden? Gibt es Antisemitismus auch in der Theologie, im Bibelverständnis, in der Sichtweise Gottes in unseren Tagen? Und ganz interessant ist es, dass sowas auch bei uns in Deutschland eine gewisse Vorgeschichte hat. Und es gab von 1939 bis 1945 in Eisenach in Thüringen das sogenannte Entjudungsinstitut oder genauer genommen Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben in Eisenach.
Das heißt, ein ganzes Institut theologischer Art von offiziellen Kirchenbetrieben hat sich nur der Frage gewidmet, wie kriegen wir aus Bibel und Gesangbuch dieses viele Zeug raus, was ganz klar an die Juden gerichtet ist. Also ehrlich, diese Leute hatten zumindest verstanden, da ist ordentlich was über Israel und die Juden in der Bibel. Ich sage mal vorsichtig, das ist schon mehr als manchmal heute in unseren Kreisen. So viel hatten sie verstanden. Ihre Schlussfolgerung ist natürlich eine Katastrophe. Zu sagen, wir fangen an, die Bibel ein bisschen umzuschreiben, wir fangen an, die Gesangbuchlieder ein bisschen umzuschreiben, mit dem Ziel, dass das alles irgendwo ausgewischt wird. Wer da mehr wissen will und sich dokumentieren will, es gibt diese Ausstellung nach wie vor im Lutherhaus in Eisenach, finde ich schon auch mutig. Ja. Oben wird der Luther gefeiert und in den unteren Räumen wird durchaus deutlich auch aufgezeigt, wo er mehr als daneben gelegen ist und auch vielleicht ein paar theologische Grundlagen gelegt hat, auf die solche Leute sich dann berufen haben. Aber das, was ich damit sagen will, das hatten wir schon mal in der deutschen Geschichte. Und das heißt, nicht jeder, der jetzt in unseren Tagen auch irgendwo mit dem ganzen Israel und den Juden aus der Bibel nichts mehr anfangen kann, der steckt genau in der Tradition. Das haben wir nicht gesagt. Aber wir haben gesagt, das ist in Deutschland schon mal gewesen. Und es ist so eine typisch deutsche Nachkriegskarriere. Walter Grundmann, ja, 1933 eben Oberkirchenrat, übrigens hier aus Sachsen, hat das Grundsatzpapier für dieses Entjudungsinstitut damals formuliert. Hat gesagt, das Alte Testament hat nicht den gleichen Wert. Wir erkennen im Alten Testament den Abfall der Juden von Gott und darin ihre Sünde. Diese Sünde wird vor aller Welt offenbar in der Kreuzigung Jesu. Von daher lastet der Fluch Gottes auf diesem Volk bis zum heutigen Tage. Wir erkennen aber gleichzeitig im Alten Testament die ersten Strahlen der Gottesliebe, die sich in Jesus Christus endgültig offenbart. Um dieser Erkenntnis willen kann die Volkskirche das Alte Testament nicht aufgeben. Also so gnädig war er dann noch in seiner Schlussfolgerung. Hey, so mancher Satz da drin, der wird auch heute noch durchgehen auf nicht wenigen akademischen Einrichtungen. So, dann war Walter Grundmann eben akademischer Direktor des Instituts in Eisenach. Und was war er danach 1945, ihr Lieben? Hatte er theologische Lehraufträge in der Pfarrerausbildung in Leipzig und Eisenach. Er war ein bekannter Verfasser von theologischen Kommentaren für Ost- und auch für Westdeutschland, dort gelesen und geschätzt. Das müssen wir einfach mal ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt keine Geschichte, der war aus dem Osten oder der war aus dem Westen. Ja, und er war gleichzeitig IM der Stasi, also hat da auch ein bisschen die Seiten gewechselt oder vielleicht gar nicht so sehr die Seiten gewechselt, sondern sich nur der nächsten Diktatur wieder erfolgreich auch angeschlossen mit den Vorkompetenzen, die er da schon hatte. Ihr Lieben, damit wollen wir heute Abend hier nicht irgendwie hetzen und irgendwie sagen, hey, unser ganzes theologisches Leben in Deutschland, ne, hat hier so eine Ursache, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass es sich schon lohnt, ab und zu mal zu gucken, ja, wo sind diese Tendenzen in unserer heutigen Zeit, dass eben auch der ganze Israel-Bezug, die Zusagen Gottes an sein Volk, dieser Bund und so weiter, einfach ausgelöscht werden sollte. Es gab von der dänischen Bibelgesellschaft eine Initiative, das wirklich richtig rauszukillen aus Gottes Wort, erst vor einigen Monaten. Wir hatten da auch eine Petition gestartet, auch über unsere Filiale in Dänemark und im Moment haben sie es aufgegeben. Aber solche Dinge stehen im Raum. Ja, und viele lesen das und sagen, ey, das können wir den Leuten nicht mehr vermitteln und da diese Geschichten aus dem Alten Testament sind auch nichts mehr für die Kinder von heute. Ne? Und irgendwo, hey komm, lass uns doch gucken, dass das alles ein bisschen anders klingt. Das dürfen und können wir mit Gottes Wort nicht tun. Und deswegen heute Abend der Appell, da auch mal ganz genau hinzuschauen. Denn wie viele biblische Bücher haben eigentlich nichts mit Israel, mit seinen Vorvätern oder jüdischen Persönlichkeiten zu tun. Altes Testament 39 Bücher, Neues Testament 27 Bücher. Was hat nichts mit den Israel, seinen Vorvätern, mit jüdischen Persönlichkeiten zu tun? Du darfst die ganze Nacht darüber nachdenken und morgen können wir darüber diskutieren. Bin gespannt, wer hier was findet. Und deswegen, weil ja hier in der Gemeinde nicht nur zugehört wird, sondern es gibt ja auch viele Gruppen, wo Gottes Wort ausgelegt wird. Hey, ihr Lieben, wo Israel im Text drinsteht, da darf auch über Israel gesprochen werden. Seid ihr da einverstanden? Ja? Und wenn was anders steht, dann darf man aber was anders sprechen.
Versteht ihr? Man soll über das sprechen, was da steht und was Gott ursprünglich hier auch gemeint hat. Und man darf den Mut haben, auch in heutiger Zeit die ursprüngliche Bedeutung eines Textes zu erklären. Zu wem hat Gott hier mal eigentlich in der Situation gesprochen? Und dann darf man natürlich das Wort auch in unsere heutige Zeit und auf uns übertragen. Was bedeutet es jetzt für uns? Weil wir dienen ja demselben Gott, der diese Treue Israel gegenüber hatte. Und wenn er da mal gesagt hat, fürchtet euch nicht, das ist doch für uns auch gültig. Das wollen wir uns ja gar nicht wegnehmen lassen. Wir wollen aber verstehen, es war ursprünglich mal anderen gesagt in ihrer Situation. Ich habe nur mal einen biblischen Vers rausgenommen als Beispiel aus Jesaja 43, 1, Vers 4, weil das so bekannte Stellen sind. Ja. Und da heißt es, jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Ich habe es mal rot gemacht, wem sagt Gott hier eigentlich was? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Wow, der Herr gibt Völkerschaften an meiner Stelle. Ist so, aber guck mal, wem hat das eigentlich gesagt? Ja, für wen ist das eigentlich? Israel und der Nahe Osten. Jakob, Israel, Ägypten, Kusch, Äthiopien, Seba, Königin von Saba, Jemen und so weiter. Die waren hier ursprünglich gemeint. Und wir nehmen das und freuen uns heute und sagen, was für ein gewaltiger Gott, der diesen Völkern das damals zugesprochen hat und sich seitdem nicht verändert hat, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja! Aber es war eben wirklich ursprünglich auch mal für die. Wie viel Israel steckt in deiner Bibel? Wie viel Israel steckt in deiner Verkündigung und deiner Bibelauslegung? Das dürfen wir gerne mal für uns auch entscheiden. Das prägt natürlich dann auch die Antwort auf diese Frage. Was ist unser Bibelverständnis, unsere biblische Lehre in der Gemeinde? Wie sieht unser Gemeindeleben aus und unsere gemeindlichen Schwerpunkte? Unsere Identität, wer sind wir als christliche Gemeinde im 21. Jahrhundert? Zweig am Ölbaum, nicht Nabel der Welt. Wie ist unsere Einstellung zu unseren jüdischen Mitbürgern heute und zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland? Und leider auf der Folie hier an der Wand nochmal verschoben. Wie steht es denn um unsere Solidarität und Liebe zu Israel? Denn der größte Teil des Antisemitismus in Deutschland ist der Anti-Israelismus. Sage nicht ich, sondern Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung in Berlin vor einigen Tagen auf Phoenix. Und deswegen das Thema Israel in der Gemeinde, kann man überlegen, wie können wir es reinbringen, Lehre in allen Altersstufen, gibt es ein regelmäßiges Gebet, gibt es ab und zu einen Israel-Gottesdienst, Israel-Seminar, so wie heute, wie können wir christlich-jüdisches Miteinander fördern, wo können wir Aktionen gegen Antisemitismus durchführen, wo können wir Israel besuchen, Studien und Gebetsreisen aller Art durchführen, für Projekte in Israel spenden oder selber als Gemeinde eins durchführen, Partnerschaften bauen, die nächste Generation mobilisieren. Denn viele junge Leute, außer euch natürlich, die heute Abend da seid, die können mit dem Thema überhaupt nichts mehr anfangen. Und das ist ein Auftrag, dann auch zu sagen, hey, so viel steht in der Bibel und wie kriegen wir das für junge Menschen einfach auch hin. Jetzt habt ihr schon ganz lange zugehört und seid immer noch so aufmerksam dabei. Ich würde fast sagen, der Bibelgürtel ist fast schon mehr in Sachsen als in Württemberg. Ja? Also hier, ja, ordentliche Ausdauer. Und deswegen zum Abschluss, auf so einer Reise ist auch immer gut, das Flugzeug landet vielleicht noch mal. Die Frage war ja auch, was kann man denn tun für Israel? Und ich denke, eine ganz große Sache, wo auch jeder aktiv sein kann in unserer Zeit und auch jede Gemeinde in irgendeiner Weise sich engagieren kann. Es ist die Unterstützung für die Holocaust-Überlebenden, die in diesen Tagen hochbetagt und in einer letzten Generation noch leben, also die richtigen Zeitzeugen leben gerade noch. Wir hatten jetzt zum 27. Januar
eine Veranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart, die wir dann auch übertragen haben, mit einer 92-jährigen Holocaust-Überlebenden, die da wirklich voller Leben noch ihre Geschichte erzählt hat. Wenn du die so siehst, denkst du, das macht die jetzt noch 20 Jahre. Aber wahrscheinlich wird es nicht mehr so sein, sondern es kann sein, in relativ kurzer Zeit wird nicht nur sie sterben, sondern wird diese ganze Generation dann auch mal ausgestorben sein. Und um eben nicht nur mit Israel sich theologisch zu beschäftigen, wie wir das heute Abend sehr ausführlich gemacht haben, sondern auch zu sagen, was können wir konkret tun, kann ich euch nur ermutigen, auch zu überlegen, wie kann man solche Leute unterstützen. Und ich würde meiner Frau gerne das Wort übergeben. Jetzt bräuchte man wahrscheinlich doch noch ein Mikro oder sowas, aber das haben wir ja auch hier. Dann haben wir noch mal eine andere, etwas sympathischere Stimme heute Abend. Und sie ist nicht die bessere Hälfte nur, sondern die gesalbtere Hälfte. Und deswegen, vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte dazu sagen, wie du den Besuch erlebt hast in dem Haifa-Heim, in Holocaust-Überlebenden-Heim in Haifa in Israel, was wir betreiben. Und da gibt es natürlich auch von anderen Organisationen andere Einrichtungen. Also jetzt kommt nicht nochmal eine Predigt, sondern nur ein kurzes Zeugnis. Aber kurz noch einen Gedanken, als mein Mann gerade diese Bibelstelle aus Jesaja vorgelesen hat, die wir so gut kennen, fürchte dich nicht. Ich habe die ganz oft für mich gelesen und war sehr ermutigt dadurch. Aber als er sie jetzt gelesen hat, war ich mir bewusst, wie sehr Israel diese Bibelstelle heute braucht, weil die gehen durchs Feuer. Und sind wir bereit, sie zu ermutigen und ihnen zu sagen, hey, das sagt Gott zu dir. Und diese Tage, wo diese Gedenkfeier war, hatte Christoph die Gelegenheit, auch zu Juden zu sprechen und ihnen zu sagen, was Gott ihnen verheißt in der Bibel. Und nachher kam ein Rabbi zu ihm und hat gesagt, wenn ich wieder mal einen Rabbi brauche in meinem Synagoge, dann stelle ich dich ein. Ich habe es abgelehnt, ja, also damit keine falschen Gerüchte aufkommen. Ich habe schon einen Job, vielen Dank. Aber vielleicht ist es auch eine Aufgabe, das Volk Israel zu ermutigen mit seinen Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. Und ich war in diesem Holocaust-Heim und da habe ich so eine über 90-jährige Frau getroffen, die hat einen Holocaust hier in Deutschland erlebt und hat jahrelang kein Deutsch mehr sprechen können, aus psychischen Gründen, weil es so traumatisch war, was sie erlebt hat. Aber die Mitarbeiterinnen haben erzählt, weil über Jahre immer wieder deutsche Gruppen gekommen sind, die ihr die Liebe Gottes gebracht haben, Christen, die ihr Liebe gezeigt haben, nicht sie evangelisiert haben, sondern einfach nur Liebe gezeigt haben, fing diese Frau an, wieder Deutsch zu sprechen. Sie kann mehrere Sprachen, aber auch Deutsch. Und ich durfte mit ihr sprechen und dann hat sie mir gesagt, es war so schrecklich. Und dann zeigt sie mir die Nummer auf der Hand und man konnte sie noch eingraviert sehen. Und plötzlich war mir klar, die Vergangenheit ist nicht vorbei, sondern die Personen leben noch. Und das, was sie erlebt haben, ist für sie so real, als sei es gestern gewesen, weil es eine traumatische Erfahrung war. Und Erfahrungen, die traumatisch sind, erlebt man, als wären sie gestern. Und dann hat sie mich immer wieder gefragt, warum seid ihr hier? Und dann habe ich ihr gesagt, weil wir ihnen sagen wollen, dass wir Christen sind, aber dass wir sie lieben. Und dann guckt sie mich mit ganz großen Augen an und fragt, gibt es viele so wie euch? Und dann habe ich gemerkt, wie sehr unsere Aufgabe ist, als Christen und Juden zu sagen, wir sind hier, weil wir euch sagen wollen, wir lieben euch und wir gehören zu euch. Und das hat mich sehr berührt. Ein anderer Punkt, der persönlich auch wahr war, dass ich nicht erwartet habe, im Holocaustheim auch rumänisch sprechende Juden zu hören. Und ich selber stamme von Rumänien, ich bin Siebenbürgerdeutsche und im Kommunismus aufgewachsen. Da habe ich nicht viel gehört. Also ich wusste, dass wir Juden hatten und dass die vielleicht auch vertrieben wurden im Holocaust. Also in der Nazizeit, aber im Kommunismus wurde es nie aufgeklärt, es wurde immer zugedeckt, was da alles passiert ist vorher. Und erst als ich in Yad Vashem in diesem Holocaust-Gedenkmuseum war und gesehen habe, wie viele rumänische Ortschaften da vorkommen, dann war ich tief schockiert. Und diesen rumänischen Juden im Holocaustheim hat es so gut getan, jemanden zu hören, der wieder ihre Sprache spricht. Und wir haben vielleicht jetzt noch als Christen diese Aufgabe, diese Liebe, ihnen noch zu zeigen, solange wir die Möglichkeit haben. Ganz herzlichen Dank. Tröstet, tröstet mein Volk. Auch das eine biblische Aufforderung aus den Propheten, ist auch das Motto unserer Organisation. Und wir wollen durch solche Aktionen, aber auch, wo wir Hilfsdienste unterstützen, soziale Projekte in Israel, auch jetzt im Winter, in der Corona-Krise,
Einwanderer, Überlebende, Menschen, die auch im Krieg gelitten haben und so weiter, wollen wir unter die Arme greifen. Das israelische Sozialsystem ist auch mit dem deutschen nicht zu vergleichen. Das heißt, auch jetzt in der Corona-Krise haben die Leute überhaupt nicht diese Hilfen und Zusagen, die sicher auch in Deutschland größer sein könnten. Das möchte ich gar nicht bestreiten, aber jetzt im Vergleich zu Israel doch immer noch sehr gut aufgestellt sind. Und da möchte man einfach auch beitragen. Ja, man kann auch viel über Israel und den Nahen Osten reden und wie es theologisch ist, aber man muss den Leuten auch in ihrer praktischen Situation helfen. Deswegen zusammen mit einem jüdischen Rabbi, den ihr hier auch mit dem blauen Hemd seht, er baut Schutzbunker, also er ist Tora-Schreiber, aber er baut auch Schutzbunker, Shmuel Baumann. Wir waren mit ihm auch in Deutschland schon öfters unterwegs und wir unterstützen diesen Bau von Schutzbunkern für Ortschaften an Grenzen zum Gazastreifen und zum Libanon und Syrien, wo eben die Raketen rüberfliegen und auch nur ganz wenige Sekunden oder Minuten, je nachdem, manchmal Zeit sind, um einen Schutzbunker zu erreichen. Und diese Schutzbunker, sie sollen wirklich allen Menschen Israels zugutekommen. Denn es gibt da auch muslimische Dörfer an der Grenze zum Libanon, in Israel muslimische Dörfer. Und wenn die Rakete rüberkommt, dann haut die auch die Moslems mal in ihr Dorf rein. Man darf sich nicht vorstellen, dass das alles zu gut und zu strategisch durchdacht ist. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was passiert, wenn der jüdische Rabbi ins muslimische Dorf kommt, mit dem Mullah verhandelt, können wir euch auch einen Schutzbunker bringen. Und das Gleiche wird dann noch, das Ganze wird noch von Christen finanziert. Ich denke, es zeigt etwas vom Herzen Gottes, einander zu helfen und zu beschützen, füreinander da zu sein und auch in Israel den Menschen zu helfen und nicht nur zu gucken, sind es jetzt Juden, sind es jetzt Araber, sind es jetzt Drusen, sind es jetzt Christen, sind es Beduinen oder was sind sie eigentlich, sondern zu sagen, Gottes Hilfe und Güte, sie soll allen Menschen hier auch nahe kommen. Wir haben bisher ungefähr 140.000 jüdischen Einwanderern auch helfen können bei dieser Einwanderung. Da werde ich morgen auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das ist eine ganz spannende Sache, auch in unseren Tagen. Wir feiern jedes Jahr das Laubhüttenfest mit tausenden Teilnehmern. Das Laubhüttenfest ist das jüdische Fest, über das es im Alten Testament beim Propheten Sacharja heißt, dass die Juden es mit den Nationen zusammen feiern werden. Ja, müssen wir manchmal auch den Rabbis in Israel vorlesen, die kennen das eigentlich, aber die sagen, was kommen jetzt diese ganzen Nichtjuden hier zu unserem Fest? Sagen, hey, hast du vergessen, Sacharja und so, wir tun doch nur, was der hier eigentlich auch gesagt hat. An diesem Fest laden wir dann auch an einem Abend immer die jüdischen Mitbürger ein, wir feiern zusammen an diesem Abend den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Es gibt tolle Zeugnisse und Lebensberichte und dieses Miteinander von Christen und Juden ist uns ein großes Anliegen. Wir sind sehr daran interessiert, auch öffentliche Solidarität mit Israel zu zeigen, in Jerusalem bei diesem jährlichen Marsch zum Beispiel, aber auch in Deutschland durch öffentliche Kundgebungen, nicht nur irgendwo versteckt im Hinterhof oder im Gebetskämmerchen der Gemeinde, sondern auf der Straße sichtbar unter Polizeischutz, ja, und mit einigen Auflagen und nicht nur begeisternden Menschen aus unserer Gesellschaft dazu. Aber es ist uns wichtig, uns zu Israel da auch deutlich zu bekennen. Wir haben eine Partnerschaft mit Yad Vashem, dieser Holocaust-Gedenkstätte, wo es diese Abteilung Christliche Freunde Yad Vashems gibt, die wir als Organisation mitgegründet haben. Und es ist uns ganz wichtig, dieses Gedenken auch aufrecht zu erhalten. Ja, wir sind auch, für uns hat es eine hohe Bedeutung, auch mit den Verantwortungsträgern Israels solidarisch zu sein, wertschätzend zu sein. Man muss in der Politik nicht immer alles gut und richtig finden, was jemand tut. Aber ein Benjamin Netanyahu, er hat schon viel Gutes für dieses Land getan. Und ich denke, an diesem Punkt verdient er auch wirklich unsere Solidarität. Hier war er bei uns im Büro und hat dann zum christlichen Weihnachtsfest eine Ansprache für die ganze Welt gehalten. Wir haben das versucht, in den deutschen Medien unterzubringen. Das ist doch der Hammer. Der israelische Staatspräsident hält eine Rede zum christlichen Weihnachtsfest. Und was kam? Aus Bethlehem ist irgendeine Rakete rübergeschossen, wie jedes Jahr zu Weihnachten. Die wissen schon auch, wann sie es dann abknallen, wenn alle Welt nach Bethlehem guckt und so weiter. Es war nicht möglich, auch das reinzubringen. Sowas kann sich ja in der Zukunft auch nochmal ändern.
Und wir haben als Organisation eine hohe Solidarität mit Jerusalem. Ich werde immer wieder gefragt, was bedeutet internationale christliche Botschaft? Ist es die Botschaft von Jesus oder was ist es für eine Botschaft? Und es ist eigentlich fast noch irdischer, warum dieser Name entstanden ist. Nämlich im Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, auf internationalen Druck hin, haben die Staaten der Welt, die noch ihre Botschaft in Jerusalem hatten, also ihre Landesvertretung, haben dann die abgezogen und nach Tel Aviv übersiedelt. Und als die letzte Botschaft eines Staates aus Jerusalem rausgegangen ist und die Israelis wirklich auch traurig und betroffen waren, da haben sich Christen zusammengeschlossen und haben gesagt, und wenn diese ganzen weltlichen Botschaften gegangen sind, dann gründen wir eben eine internationale christliche Botschaft in Jerusalem als Vertretung für die Christen. Und dann standen auch viele Botschaftsgebäude leer, so wie dieses ehemalige Botschaftsgebäude eines afrikanischen Staates, was ihr hier seht. Die konnte man dann mieten und haben gesagt, und genau in so ein Botschaftsgebäude gehen wir auch rein und wollen genau dort auch unseren Mann stehen. Und als die Amerikaner dann vor, glaube ich, einem Jahr oder anderthalb Jahren dann anfingen, jetzt tun wir unsere Botschaft verschieben und so weiter, das war auch ein Weltaufreger. Aber ganz ehrlich, wir waren da jetzt schon seit 1980 da und wir freuen uns, wenn da andere Botschaften auch wieder kommen und manche gehen ja auch schon wieder und so weiter, wie das in der Weltpolitik so ist. Aber die Christen sind dort vor Ort und haben immer diese Solidarität ausgedrückt und das haben uns die Israelis bis heute auch nicht vergessen. Wir sind seit einiger Zeit auch nicht mehr in dem Gebäude. Die Afrikaner wollten das so teuer verkaufen. Das war damals weder zu finanzieren und jetzt warten wir drauf, dass der Preis runtergeht und dann ziehen wir vielleicht auch mal wieder dort ein. Ja, soweit heute. Danke fürs Interesse, auch für bisherige Hilfe, Patenschaften, die Menschen übernommen haben, auch für Projekte in Israel oder auch für Holocaust-Überlebende. Wir haben hier noch eine Zeitung ausgelegt, die ihr mitnehmen könnt und einfach euch informieren könnt. Wir haben ja auch noch einen zweiten Abend, Israel oder Nachmittag, besser gesagt morgen, Israel und der Nahe Osten. Und heute haben wir theologisch ein bisschen Schwarzbrot gehabt. Ich bin sicher, manchen war es noch zu leid, aber manchen war es schon ordentlich Schwarzbrot, um wirklich eine biblische Grundlage für die Dinge auch noch mal zu haben und ein biblisches Verständnis. Und ich finde es ganz toll, dass alle so lange dabei waren. Morgen werden wir nicht ganz auf diesem theologischen Level nur weitermachen, sondern wir werden uns Israel und der Nahe Osten unter anderem auch aus biblischer Sicht, aber eben auch mit der Frage oder mit Fragen beschäftigen. Es gibt alle möglichen Vorwürfe den Juden und den Israelis gegenüber, auch in unseren heutigen Tagen, in den Medien und was ist denn da dran und wie sehen es denn vielleicht auch die Israelis? Wir wollen euch hier auch ein paar gute Argumente liefern. Wir wollen die ganze Einwanderung nach Israel nochmal betrachten als eine der größten Erfüllungen biblischer Verheißungen in unserer heutigen Zeit. Und das ist auch ja Grundlage, warum es im Nahen Osten schwierig ist und das große Medieninteresse da ist, weil die Israelis immer mehr werden durch die Einwanderung und das natürlich dann auch die Staaten drumherum nochmal wieder auf den Plan ruft. Deswegen morgen wird uns dann auch der Nahe Osten insgesamt noch ein bisschen mehr beschäftigen. Ich kann euch nur einladen, nochmal zu kommen, kann euch versprechen, das wird nicht die Wiederholung von heute, sondern wir gehen weiter. Wenn noch irgendjemand dazukommt, dann freuen wir uns auch. Und ich habe gedacht, wir sind schon eine Minute und etwas mehr drüber, ob wir noch ein Gebet für Israel heute Abend sprechen können. Und normal würde man ja sagen, hey, Gebetsgemeinschaften und wir machen hier nur eine Kleingruppe und ihr diskutiert nochmal über alles. Aber ihr versteht schon, in der aktuellen Situation bleiben wir da ganz streng und deutlich bei allen Vorschriften. Aber wie wäre es, wenn wir nochmal aufstehen miteinander? Das dürfen wir ja. Beten dürfen wir auch. Unsere Stimme zu Gott erheben. Lasst uns das jüdische Volk heute Abend segnen, lasst uns dankbar sein für das, was Gott auch geschenkt hat, uns in allem Erbe als Miterben, was uns vielleicht heute Abend nochmal bewusst geworden ist. Lasst uns dieses Land auch segnen in der aktuellen Situation, auch in der Corona-Situation. Und ich würde einfach ein, zwei Minuten das freigeben, dass jeder an seinem Platz beten kann. Und dann würde ich euch nochmal in ein Gebet mit reinnehmen, wenn das so für euch in Ordnung ist. Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort und für die Vielfalt deines Wortes,
Auch was wir heute Abend angeschaut haben, vor tausenden Jahren, die erste Zusage und Erwählung und was du dann daraus gemacht hast, wie du bis heute festgehalten hast. Wir geben dir die Ehre, wir preisen dich, Herr, dass du einmal dich festgelegt hast und das dann nicht mehr umgefallen ist, das nicht mehr sich verändert hat. Herr, wir erkennen angesichts deiner Treue auch unsere menschliche Begrenztheit. Herr, wir erkennen unsere Wandelbarkeit. Da möchten wir heute Abend einfach auch mal Buße tun, wo wir persönlich immer wieder umgefallen sind, wo auch Christen immer wieder umgefallen sind, Herr, wo wir deinem Namen auch keine Ehre gemacht haben und einfach angesichts der Zusage zu den Juden auch erkennen, wie gut du bist, dass deine Hand auch ausgestreckt geblieben ist. Halleluja. Herr, wir beten, dass heute Abend hier von Zwickau Segen ausgehen kann nach Israel. Herr, wir beten, dass das jüdische Volk deine Berührung erfährt. Herr, wir beten, dass ihnen auch noch die Augen geöffnet werden für Jesus, den Messias. Herr, wir beten auch für Menschen aus Deutschland, die in Israel leben, arbeiten, verkündigen, die Liebe Gottes in vielfältiger Weise, auch die akonisch auch Notleidenden bringen. Wir möchten heute Abend beten, dass deine Kraft diese Menschen berührt. Wir möchten beten, dass du weiter Arbeiter in deine Ernte sendest. Warum nicht auch hier aus unserer Mitte Menschen berufst, sich wirklich für Israel, für das jüdische Volk, für die christlich-jüdische Zusammenarbeit auch zu engagieren, Herr. Wir beten die Berufenen Gottes frei auch, sodass Trost fließen kann für das Volk, Herr. Und heute Abend rufen wir einfach auch aus, deine guten Pläne mit Israel in dieser Zeit. Sie sollen geschehen, sie sollen in Existenz kommen. Was Gott sich ausgedacht hat, was er schon ewig berufen hat, was sein ewiger Ratschluss gewesen ist, auch für diese Zeit. Es soll geschehen in ganz Israel, im Nahen Osten, Herr. Wir wollen ja nicht nur theoretisch was lernen, sondern Gottes Wille soll freigesetzt werden über dieser Nation. Nicht nur, was weltpolitisch manche wollen, nicht nur Interessen verschiedener Staatenblöcke, sondern Herr, der himmlische Gedanke und die himmlische Berufung soll geschehen über diesem Land. Du hast dich als treu erwiesen. Du hast sie gerettet aus unzähligen Kriegen und Angriffen, Herr. So mache du nun in dieser Zeit auch, dass dein Licht leuchten kann in diesem Land und durch dieses Land und dass wir als deine Kinder daran auch aktiv teilhaben können. In Jesu mächtigem Namen, Herr, wollen wir dir danken für die Berufung, die wir an diesem Punkt auch haben. Und heute Abend wollen wir sie ergreifen. Wir wollen Ja sagen. Wir wollen auch Ja sagen zu dieser Verbindung als Zweig hineingepfropft. Wir wollen Ja sagen, Herr, zu dieser Wurzel, von der wir kommen und mit der wir verbunden sein wollen. Wir wollen Ja sagen auch für diesen Auftrag, unseren jüdischen Mitbrüdern immer wieder auch die Hand ausgestreckt zu halten und sie zu ehren und zu respektieren für all das, was Gott durch sie gegeben hat. Und ich bete auch da, wo wir nach Hause gehen und auch über manches vielleicht noch nachdenken, Herr, dass dein Wort die Frucht bringt, dass dein Wort auch senden kann und geschehen kann, wozu du es ausgesandt hast. In Jesu mächtigem Namen. Halleluja. Amen.